Einen wunderschönen guten Tag an diesem Samstag, dem 11. Juli 2020. Ich stehe hier wieder auf der Baustelle, diesmal in Arbeitsmontur. Und man kann es hinter mir schon erahnen, das Bild hat sich hier deutlich geändert im Vergleich zum letzten Mal. Und zwar steht hier jetzt diese Geschossdecke da, beziehungsweise wurde eben eingesetzt. So sieht das Ganze nun also aus. Man kann eben hier diese Betonplatten sehen, die sind in etwa 5 cm, beziehungsweise ich glaube sogar 5,5 cm stark. Die liegen jetzt hier eben an der Innenkante der Außenwände auf und sind von unten abgestützt. Das kann ich später noch mal zeigen. Und man kann diese jetzt begehen und hier herumlaufen. Und da ist eben auch noch eine Menge von Bewährungsstahl hier eingearbeitet. Und so wie ein bisschen Gestänge, das hier quer einfach reingelegt worden ist, auch noch mal, um das Ganze zusätzlich noch mal zu verstärken. Und grundsätzlich wird das jetzt eben mit Beton verfüllt. In die Wände kommt ja, wie gesagt, eben WU-Beton, der eben dann wasserundurchlässig ist. Und hier dann klassischer, ganz normaler Beton, sodass das nachher bündig mit diesen höher stehenden Außenkanten der Außenwände ist. Und damit hätte man dann eben hier die Geschossdecke dann abgeschlossen. Auf dieser Geschossdecke kann man sich jetzt hier ganz normal bewegen. Man muss halt aufpassen, dass man nicht stolpert oder so, aber die ist eben von unten abgestützt und man kann hier jetzt sich bewegen und Arbeiten durchführen. Diese Aussparung hier stellt das zukünftige Treppenhaus dar. Da kann man dann eben über die noch einzusetzende Treppe in den Keller gelangen. Aktuell ist das halt jetzt nur über diese Leiter möglich. Und auf diese Reise nehme ich euch jetzt im Folgenden mit. Ich bin jetzt hier also im Kellergeschoss, eben über dieser Leiter hier eingestiegen. Hier jetzt der Gang vom Treppenhaus bzw. Flur in das zukünftige Büro. In diesem Raum befinden sich ja zwei Fenster, die fallen eben hier sofort auf und auch wieder eine Menge Stützen. Diese Stützen, wie überall eben, stützen hier einen Holzbalken ab. Und auf dem Holzbalken liegen dann die Elementdecken. Es ist auch so, dass jeweils die erste und die letzte Stütze nochmal ein bisschen spezieller sind in der Anordnung. Zum einen oben kann man sehen, ist das eben durch so ein Metall hier verstärkt, damit das eben seitlich oder so nicht ab- oder runterrutschen kann. Und auch unten befindet sich hier nochmal so eine Art Stativ, damit das Ganze eben auch zur Seite hin nicht wegrutschen kann. Die anderen Stützen hingegen sind eben nur für die Last zuständig und stützen eben diese Last ab. Die ersten und die letzten sind aber nochmal zusätzlich verstärkt, damit das seitlich nicht irgendwie verrutschen kann. Interessant sind auch hier diese Fenster. Die hatte ich ja im vorangegangenen Video schon gezeigt. Die waren eben in Holz eingeschalt, vollständig. Nun war es aber so, dass hier noch Rollokästen eingesetzt werden müssen. Das ließ sich seitens des Betonwerks aber nicht vorbereiten, sodass das eben bauseits gemacht wurde, beziehungsweise noch gemacht werden wird. Man kann sehen, hier wurde einfach gesägt, also hier sind eine Menge Sägearbeiten passiert. Dadurch, dass das jetzt eben so eine Ecke ist und man mit irgendwie einem runden, mit einem Winkelschleifer, mit einem runden Sägeblatt arbeitet, hat man natürlich auch entsprechende Überstände hier an allen vier Seiten. Aber dadurch, dass das dann mit Beton vergossen und hier ein bisschen gespachtelt wird, sollte das kein größeres Problem werden. Man sieht aber auch, wie enorm diese Schnittkante hier ist. Also man musste hier tatsächlich über fast 2 Meter halt Beton schneiden. Das macht bestimmt eine Menge Spaß, um hier jetzt dann die Kästen einzusetzen. Die liegen dann nachher halt hier auf dieser Kante auf. Die Außenwand bzw. das entsprechende Außenteil muss ja auch noch entfernt werden. Das wird dann auch Anfang nächster Woche eben gemacht. Man hat aber jetzt hier das schon mal im Vorfeld im Innenbereich gemacht, damit man eben die Decke hier abstützen kann und einfach, aktuell jetzt in dieser Bauphase wäre es ein bisschen schwieriger, weil man hier halt wenig Platz hat durch dieses Gestänge, das im Weg herumsteht. Ganz ähnlich sieht es eben hier bei den anderen Fenstern aus. Also es gibt ja hier ein weiteres Fenster und dann gibt es ein drittes Fenster im anderen Raum. Und auch hier wurde eben sehr ähnlich bzw. genau gleich gearbeitet. Mit dem Winkelschlag wurde hier halt entsprechend ein Ausschnitt gemacht über die gesamte Länge des Fensters hinweg, sodass man jetzt hier eben den Rollokasten dann einsetzen kann, sofern man eben die Außenseite, den Außenteil davon auch entfernt hat. Eine der Arbeiten, die jetzt für heute zum Beispiel anstehen, ist die Verkabelung der Fenster bzw. der Rollokästen. Zum einen müssen natürlich die elektrischen Antriebe hier im Rollokasten angesteuert werden. Zum anderen werden die Fenster, die hier eingesetzt werden, eben über eine Verschlussüberwachung besitzen und auch da befinden sich halt Kontakte in den Fenstern. Da muss man mit dem Kabel hin und die Idee ist quasi hier die Leerrohre herausschauen zu lassen, sodass man die nachher im Fensterrahmen dann entsprechend einsetzen kann.
Der Gesamteindruck ist jetzt tatsächlich ein ganz anderer. Beim letzten Mal waren ja die Maurerarbeiten fast schon abgeschlossen. 1,5 Wände hatten, glaube ich, noch gefehlt. Jetzt liegen aber halt noch zusätzlich diese Elementdecken auf und das macht einen ganz anderen Eindruck. Man hat jetzt hier wirklich das Gefühl, sich in Räumen zu bewegen. Auch wenn man natürlich hier durch viel Metall an der freien Bewegung hier noch etwas gehindert wird. Ich befinde mich jetzt hier im zukünftigen Hobby- bzw. Bastelraum. Nach links weg geht es eben in den Hauswirtschaftsraum. Hier kann man sehen, es ist deutlich dunkler. Hier gibt es einfach keine Fenster bzw. kein Treppenhaus, wo das Licht irgendwie großflächig hineintreten kann. Man kann aber ahnen, an den Seiten bzw. in den Fugen kommt dann doch ein bisschen Licht hindurch. Nach oben aufliegend wurde das eben mit Bauschaum schon mal abgedichtet, damit das eben mit Beton verfüllt werden kann. Und grundsätzlich ist dieser Raum aber genauso aufgebaut wie die anderen. Es gibt hier eben diese Stützen. Auf diesen Stützen liegen dann diese Holzbalken auf, worauf dann wiederum die Elementdecken aufliegen. Ansonsten ist dieser Raum aber wenig spektakulär, da hier jetzt eben sich keine Fenster oder irgendwie andere erwähnenswerte Einrichtungen befinden. Und hier nach rechts weg geht es eben in den Technikraum. Man kann es hier ahnen, da muss man sich erstmal seinen Weg durchbahnen. Das ist gar nicht so einfach durch die ganzen Stangen, durch das ganze Gestänge, das hier herumsteht. Hier jetzt ein Blick in den Technikraum. Man kann sehen, dass hier das Licht überall durchschimmert. Aber ansonsten befindet sich hier auch noch keine Technik in dem Raum bzw. an den Wänden. Aber hier oben sieht man nochmal die Durchbrüche, durch die dann die Lüftungsrohre eben geführt werden. Das waren also jetzt im Schnelldurchlauf die Veränderungen gegenüber dem letzten Mal. Ich bin hier ein bisschen in Zeitnot, beziehungsweise noch nicht in echter Not, aber es ist schon so, dass man jetzt eben sich beeilen muss mit diesen Arbeiten, da am Montag und Dienstag dann die Betonierarbeiten stattfinden sollen und bis dahin muss das eben alles abgeschlossen sein. Und ja, das nimmt dann doch ein bisschen Zeit in Anspruch und ich werde versuchen, das Ergebnis dann trotz alledem nochmal zu dokumentieren, bevor eben hier der Beton fließt. Aber jetzt muss ich mich eben ans Eingemachte machen.